Boss aller Bosse. Produced by Buckroll, Digga. Buckroll, Shoutout geht raus. Buckroll macht coole Beats. Der ist so einer, der macht Beats auf Beatstars und so. Einer der Produzenten, bei denen man Beats auf Beatstars und Airbit und so kaufen kann. Der macht voll die coolen Oldschool-Beats. Mag ich, Alter. Mag ich. Shoutout geht raus. Ich glaube, ich habe dir auch schon mal auf Insta geschrieben. Ich muss euch leider die Freude ein bisschen vorwegnehmen. Denn ich weiß nicht genau, was hier passiert. Ich habe aber die ein oder andere Nachricht bekommen, dass Julian Boss sich wohl getraut hat, mich zu dissen. Na, der Sache gehen wir mal auf den Grund. Yeah. Haters gonna hate, doch der Boss ist am Rappen. Geiler Beat, übergeiler Beat. Ich bin riesiger Rimshot-Fan. Ja? Nicht das Shot mit Chop verwechseln. Rimshot-Fan liebe ich. Beat ist geil. Haters gonna hate, doch der Boss ist am Rappen und hört nie wieder auf wie Jiggys Kolle-Komplexe. Fatality, Seller. Das war der Diss? Mann, Alter. Ihr sagt mir jetzt nicht, das war's. Und hört nie wieder auf wie Jiggys Kolle-Komplexe. Fatality. Hört nie wieder auf. Das ist doch aber, also das ist doch. Ich hoffe, da kommt jetzt noch mehr. Kommt noch mehr? Okay, weil das wäre. Also, das ist ja okay, das ist ja witzig, die Line, Digga. Doch der Boss ist am Rappen und hört nie wieder auf wie Jiggys Kolle-Komplexe. Fatality, Celavi, hiernach geht der Jiggy in Therapie. Ninja-Hurensohn zurück in Therapie. Okay, Celavi auf, okay, Celavi auf Therapie, das war klar, dass jetzt Therapie kommt. Der Ninja-Hurensohn, okay, alles klar. Wenn es ihm jetzt besser geht, Ninja-Hurensohn. Das ist ja das zweite Mal, dass, Julian Boss mich Ginger so nennt. Das erste Mal war, das war aber wirklich witzig damals, bei der Analyse von Benson. Benson gegen mich. Weil ich in der Runde zu ihm Sohn gesagt habe. Vielleicht ist das auch jetzt die Revanche. Vielleicht kann er jetzt ruhig schlafen, weil es jetzt 1:1 steht in Sachen oder Beleidigung auf Tracks. Ja, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, letztens haben mir Leute geschrieben so, disst Faith dich in dem neuen Müllsong da mit seiner Crew? Und ich so, warum so? Weil er einmal irgendwas mit Jiggy sagt, so, ne? Er sagt irgendwas mit Jiggy, ich denke, oh, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, das ist irgendwie immer so eine Wertschätzung. Das ist so, gefühlt so, das ist ja auch in irgendeiner Form eine Bestätigung, gedisst zu werden, weil nur derjenige, der den Ball hat, wird angegriffen, so gefühlt, ne? Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass Faith halt offensichtlich nicht mich meint. Und bei Flair war genau das Gleiche. Da hat mir auch einer geschrieben, disst Flair dich auf seinen neuen Song, auch weil er irgendwas mit Jiggy-Shit oder so sagt, ne? Was ich jetzt bei Julian nicht verstehe, vielleicht ist der Song älter oder so, weil eigentlich sind Julian und ich ja gerade, also nicht gut oder so, aber neutral auf null gestimmt. Meiner Meinung nach zumindest. Also ich weiß, das letzte Mal, glaube ich, als Twizzy vor einem halben Jahr hier war bei mir und mir dann erzählt hat, dass er, bevor er zu mir gekommen ist, hat er mit Julian irgendwie geschrieben und Julian hat so gesagt von wegen, ah, ich verstehe gar nicht, warum Jiggy so abwertend über mich redet, weil wir sind doch eigentlich cool, ich habe ihm doch zur Geburt von seinem Kind damals gratuliert und bla bla bla. Und eigentlich sind wir auf null, meiner Meinung nach. Aber scheinbar drückt bei Julian da irgendwo noch der Schuh. Aber das ist okay. Das ist okay und die Line ist auch wirklich jetzt so, abgesehen davon, dass für mich halt der Reim Sela wie auf Therapie ist, genauso wie Klerasil, sind ausgelutschte Reime so. Aber an sich ist es schon ein Punch, der nicht schlecht ist. Der kommt flach, aber der ist okay. Hate, doch der Boss ist am Rappen und hört nie wieder auf wie Jiggys Kolle-Komplexe. Fatality, Celavi, hiernach geht der Ginger-Hurensohn zurück in Therapie. Immer noch der neue. Ja, weil, Digga, ich muss nicht zurück. Das ist kein Comeback, denn ich war nie weg. Ich gehe nicht zurück in Therapie, ich bin ja schon seit 100 Jahren in Therapie. Aber vielleicht meint er die Langzeittherapie, Digga. Celavi, hiernach geht der Ginger-Hurensohn zurück in Therapie. Immer noch der neue King, so wie. Aber jetzt cool, jetzt kann ich ja auch gegen Julian schießen, Alter. Das ist jetzt geil. Jetzt kann ich es auch wieder beruhigt machen, Alter. Jetzt kann ich ja wieder ehrlich sagen, Digga, dass seine Cap viel zu klein ist und dass ich finde, dass er scheiße rappt, Alter. Prinz Charles und Botox ist nicht alles, da bin ich mir sicher.
Immer noch der neue King, so wie Prinz Charles. Und Botox ist nicht alles, da bin ich mir sicher. Was man diesem Michael Schindler ins Gesicht gespritzt hat, richtiger Stricher. Deutscher Rap. Sag mal, okay, nee, ich hate jetzt natürlich nicht aus Prinzip. Also, das. Es triggert mich jetzt nicht so hart, dass ich hier irgendwie denke, ich muss alles in den Dreck ziehen. Das fand ich zum Beispiel eigentlich ganz cool. Was man diesem Michael Schindler ins Gesicht. Was man diesem Michael Schindler ins Gesicht gespritzt hat. Gespritzt hat, richtiger Stricher. Deutscher Rap kriegt meinen Schwanz in den Arsch und spendiere Klimakleber eine Asphaltschlittenfahrt. Yeah. Das ist auch witzig. Wann bist du zurück? Nein, ich weiß nicht. Vielleicht fängt er jetzt halt auch mal eine Zeit. Das ist ja das Geile an so Rap. Ne? Das ist ja das Geile an so Rap. Dass ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich da zurück bin, aber vielleicht packt es mich irgendwann mal, wenn ich da sitze und denke, jetzt könnte mal eine Julian Boss-Zeile flattern, so um die Ecke fliegen. Junge, wie viel Werbung hast du drin? Weiß ich nicht. Ich mach das nicht. Einen Schwanz in den Arsch und spendiere Klimakleber eine Asphaltschlittenfahrt. Yeah, Dresscode immer adäquat. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also. Mein Kolle-Komplex geht vielleicht nie wieder weg, aber ich rappe bei weitem nicht so wie nicht so ähnlich wie Kollega, wie Julian Ähnlichkeit zu Bushido-Style hat. Also so diese ganzen Beats und so diese Hooks und alles, das ist ja, ich glaube, zu erkennen, dass sein, zumindest was das ich rappe wie angeht, sein Bushido-Komplex deutlich größer ist als mein Kolle-Komplex. Oder? Also mal Real Rap jetzt, leg da eine AI Bushido-Voice drauf, Digga, und keiner rafft, dass es ein Julian Boss-Text ist, sondern alle würden denken, ah ja, okay. Wieder mal ein neuer Track von dem da, Digga. Es gibt keine Folge ohne ihn, Alter. Das sag ich dir ehrlich, oder? Und spendiere Klimakleber eine Asphaltschlittenfahrt. Yeah, dress code immer adäquat. Step in Lidl, let me. Das ist auf jeden Fall adäquat, Digga. Ist eher abgefuckt als adäquat, Alter. In den K&K, wie die Abendsonne scheint es so mild zu. Du steppst höchstens in der K.I.K., Digga. Chat, so. Ist gut jetzt. Julian, guter Mann, Alter. Finde ich cool, dass als ich gegen dich gestichelt habe, du hier bei Leuten von mir so hinterrücks Heul-Messages geschrieben hast. Ey, warum redet ein Chigi so über mich? Was soll denn das? Und so, ne? Dann kriegt er über Ecken von mir, weil er sich bei Twizzy ausholt, ne? Entschuldigung, Alter. Jetzt, ey, Digga, das ist einfach. Was willst du dann? Wollen wir uns beefen? Okay, wir können uns beefen, Digga. Also wenn ich deine Statur sehe, dann können wir auch gerne oben ohne machen. Das schenne hier ich, mich, nicht, Digga. Knetmenschefigur, alle. Klimakleber, ne Asphaltschlittenfahrt. Yeah, Dresscode immer adäquat. Step in Lidl-Letten in den K&K. Wie die Abendsonne scheint es so mild. So viele E-Autos fühl mich wie im Science-Fiction-Film. Ja, wir leben in der Zukunft, dürfen Großes erleben. Bald rappen AIs für Felix Foreneinträge. Felix Foreneinträge. In der Zukunft dürfen Großes erleben. Bald rap- hey, beleidig mich als und das ist echt okay. Aber lass mein Felix da raus, ja. May Eis für Felix Foreneinträge. Wollte nie ein Internetstar sein. Mach einfach nur mein Ding schon seit Tag 1. Julian Boss, Boss aller Bosse. Jetzt gibt es wieder Überschritt Woche für Woche. Geil, Alter. Wieder Woche für Woche, Digga, ein Opener für unsere Streams. Boss, ja, die Hook, ja, sie hat ja Zeit bekommen, ich darf ja jetzt gar nicht, ich kann ja jetzt gar nichts mehr sagen, weil sonst, ja, er wird mir ja nur unterstellt, dass ich hier todesgetriggert bin. Aber die eine Stelle mit dem Sing-Sang-Song, Digga, das. Mehr Eis für Felix Foreneinträge. Wollte nie ein Internetstar sein. Mach einfach nur mein Ding schon seit Tag 1. Julian Boss, Boss aller Bosse. Jetzt gibt es wieder Überschritt Woche für Woche. Gebe Rapper Müttern einen Motherfuck. Und die Arschbacken Slaps hallen durch die Nachbarschaft. Julian Boss. Witzige Line. Rapper Müttern einen Motherfuck. Und die Arschbacken Slaps hallen durch die Nachbarschaft. Julian Boss, Boss aller Bosse. Jetzt gibt es wieder Überschritt Woche für Woche. Erbärmlich. Wie sie mich dauernd kopieren, will ich Echos. Ja, Digga, das ist, also, ja, dich kopiert. Bruder, jetzt mal ehrlich, Real Rap, Digga. Ich glaube, du hast die Mützen ein bisschen zu eng, Vater. Wieder Überschritt, Woche für Woche, erbärmlich. Lass mal Luft an den Schädel. Wie sie mich dauernd kopieren, will ich Echos. Von mir frag ich mein Soundingenieur. Soundingenieur. Dieses Leben ist kein Spielplatz. Fick einfach jeden, der es verdient hat. Verpisst euch mal mit Fake it till you make it. Ich geh den geraden Weg, make it till you make it. Hurensöhne, hol mir Likes, um mich zu disc.
Hat aber ein paar coole, ja, paar ganz gute Lines dabei, aber es sind also die paar guten, also es gibt jetzt nicht mehr gute als mehr schlechte für dich. Was aber auf jeden Fall immer gut ist, ist der Drink, den ich heute habe. Es sieht aus wie Sauerkirsch Hydration, ist es aber gar nicht. Es ist mal wieder back to topic, einer der ersten, die ich jemals getrunken habe. Ein Eistee, Acai Hibiscus, my lovely friendo. Da läuft dir das Speichel im Siffmaul zusammen. 100% vegan, so gut wie kein Zucker. Es gibt natürlich auch noch Hydration Drinks und Energy Drinks. Auch alles 100% vegan, so gut wie kein Zucker. Es gibt hier endlich endlos viele Probierpakete, die ihr euch gerne mal holen könnt, wenn ihr Lust darauf habt. Checkt es gerne aus über den zweiten Link in der Videobeschreibung und benutzt einen Rabattcode, den findet ihr auch. Ciao, weiter geht's mit Julian, dem absoluten Überboss. Ich glaube auch nicht, dass Julian was gegen mich hat. Weil so wie er über mich redet, privat, zumindest so wie er sich bei Twizzy oder beim Asiaten, bei irgendeinem, ich glaube, es war Twizzy. Es ist vielleicht einfach jetzt echt nur Cloud bei dem. Ich sag ja, Digga, der den Ball hat, der wird angegriffen. Hättest du nicht den Ball, würde sich keiner für dich interessieren. Das ist schon okay. Man muss es schon auch als irgendwie Lob und Anerkennung ansehen. Auch damals, als ich bei Flair, der hat mich ja tatsächlich beim gedisst. Du bist ein. Ich bin ein Rapper, der Twitch. Du bist ein Twitcher, der rappt. Scheinbar war ich zu dir so und ein bisschen zu nett. Das ist ja auch geil, dass er mich so. Ich mag das ja, gedisst zu werden. Natürlich, es triggert dich, weil das ist ja auch klar. Ich finde, das ist auch menschlich so. Jeden wird es triggern. Jeden Rapper wird es auf irgendeine Art und Weise triggern, wenn er gedisst werden würde. Aber auch das ist ja ein Lob. Es ist ja ein Lob für ihn, dass mich das triggert. Es ist jetzt nicht so, dass ich schlaflose Nächte habe. Ich höre das, ich finde es spannend, ich finde es irgendwie geil. Es ist so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. So, man, es ist irgendwie unangenehm, aber irgendwie will man auch den Kick. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist schon gut. Es ist schon gut. Also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, soll er dich dissen oder nicht, würde ich auf jeden Fall immer ja sagen. Kreditieren, doch ich bin dann noch im Fake-Shit einfach nicht interessiert. Bin ich dieses Label in der Nähe von Berlins Mitte? Doch das sind Major Moves wie Offiziersschritte. Schreibt jetzt. Eine gute Line. In der Nähe von Berlins Mitte. Doch das sind Major Moves wie Offiziersschritte. Gute Line. Womöglich die beste Line im ganzen Song. Schreibt jetzt am Laptop oder College-Blog und ficke deutschen Rapper neues Fotzenloch. Vielleicht bist du jetzt das, was KuchenTV letztens. Ja, okay, das ist geil. Also, ja, das wäre geil. Das wäre aber eigentlich voll krass. Also, wenn er mich jetzt. Das wäre. Dann müsste ich auf jeden Fall, glaube ich, in irgendeiner Form zurückschlagen. Also, wenn jetzt Julian wirklich anfängt, nachdem er sich all die Jahre wirklich wie die letzte Geburt gegenüber jedem, der im JBB mitgemacht hat, verhalten hat. Ich will jetzt nicht schon wieder diese Preisgelder und abziehen und von oben herab arrogant und beleidigen und sonst was. Thematik auf den Tisch legen. Aber wenn er jetzt meint, Digga, ne, nachdem er am Abkacken ist und alle, die er früher beleidigt hat, oder zumindest ein paar wenige, ihn überholt haben, und jetzt er so getriggert ist, dass er jetzt gegen die schießen muss, nachdem er das schon wieder letzte HS, Alter, verhalten hat, die all die Jahre, dann müsste ich da, glaube ich, schon mal zurückschießen in irgendeiner Form. Aber dann wahrscheinlich eher so auf Real Talk-Basis, Alter. Julian, schreib doch mal in den Chat, jeder weiß, dass du hier drin bist. Weiß jemand, wie Julian auf Twitch heißt? Der ist doch 100 Pro hier drin, Digga. Mr. Rap Jiggy droht schon. Ich droh doch nicht, Julian Boss. Also, natürlich droh ich ihm nicht. Yeah, Rap ist voll der Ponyhof. Was wollt ihr am Mike? Geht mal ans Glory Hole. Rapper kaufen Stream. Geht mal ans Glory Hole, Digga. Rap ist voll der Ponyhof. Was wollt ihr am Mike? Geht mal ans Glory Hole. Rapper kaufen Streams. Die Scheiße ist so peinlich. Immer noch der Underdog, der eigentlich die Eins ist. Wollte nie ein Internetstar sein. Mach einfach nur mein Ding schon seit Tag 1. Also das ist wirklich. Diese Stelle, Digga, ist wirklich bodenlos, Digga. Wollte nie ein Internetstar sein. Mach einfach nur mein Ding schon seit Tag 1. Julian Boss, Boss aller Bosse. Jetzt gibt es wieder Überschritt Woche für Woche. Gebe Rapper Müttern einen Motherfuck und die Arschbacken Slaps hallen durch die Nachbarschaft. Julian Boss, Boss aller Bosse. Jetzt gibt es wieder Überschritt Woche für Woche. Das ist Chefmusik aus der obersten Etage.